Es ist 6.15 Uhr. Jürgen Hamann und seine Frau Ingrid sind schon lange wach, denn sie wissen, dass sie sehnsüchtig erwartet werden. In der Nähe ihrer Wohnung in der Schweriner Weststadt füttern sie jeden Tag zweimal ihre beiden Kater, Paul und Peti. Sie sind den Hamanns ans Herz gewachsen. Es sind die letzten beiden wildlebenden Kater in der Nähe. Ich mache das seit der Wende. Da ging das los, war hier, früher wurde hier gefüttert. Hier war eine Gaststätte, Gegräbe, die Frauen haben da gefüttert. Und mit Mittagresten, die Katzen wurden alle nicht allzu alt. Und hinten war das Internat von der Berufsschule, Bauberufsschule, die Frauen haben da gefüttert. Und dann war das alles dicht nachher, dann saßen die kleinen Katzen, die noch konnten, bei uns vor der Tür. Und aus Mitleid habe ich angefangen, dann diese Katzen zu füttern. Dann wurde ein ABM-Projekt geschaffen in der Stadt, Tiere in Not. Und da wurde die Kastration erst bezahlt. Und dann haben wir immer eingefangen, zum Tierarzt gebracht, kastrieren, Schritt für Schritt. Jürgen Hamann ist Vorsitzender eines Schweriner Tierschutzvereins, der sich um streunende oder besser gesagt wildlebende Katzen in Schwerin kümmert. Den 17 Mitgliedern stehen freiwillige Helfer zur Seite, die sich um rund 60 Futterstellen und auch Schlafhäuschen kümmern. Es geht aber nicht nur um das Füttern, das Wichtigste ist die Kastration der Katzen. Probleme entstehen eigentlich für die Tiere selber, weniger für die Menschen. Weil wildlebende Katzen eben ohne Kontrolle durch den Menschen versuchen zu überleben. Es kann sein, dass sie dann einfach zu wenig Futter finden, abmagern, vor allen Dingen Tiere, die sich vermehren, tragend sind oder auch säugende Muttertiere finden zu wenig Futter. Es kann aber auch sein, dass es den Tieren nicht gut geht, weil sie an Erkrankungen leiden, um die sich kein Mensch kümmert. Eine Kastrationspflicht gibt es laut Gesetz nicht. Sie könnte in Form einer Katzenschutzverordnung allerdings kommen. Aber eben nur, wenn Veranlassung dazu besteht. Sprich, wenn die Katzenpopulation sich unkontrolliert vergrößert. Dass dies eben nicht so ist, verdankt die Stadt dem Engagement der Tierschützer. Oberbürgermeisterin Angelika Gramko ruft regelmäßig alle Akteure am Katzentisch zusammen. Wir selber geben aus dem städtischen Haushalt Mittel für die Kastration von Katzen, sodass hier auch eine Pflege stattfinden kann. Das sind so die Themen, über die wir uns unterhalten. Und das gibt mir dann auch als Bürgermeisterin die Gelegenheit zu wissen, wer kümmert sich eigentlich in dieser Stadt um ein Thema, was eigentlich ganz gut aufgestellt ist, wo wir aber auch sehen, dass in bestimmten Stadtteilen die freilaufenden Katzen auch zunehmen, worum wir uns dann kümmern. Jürgen Hamann besucht eine weitere Futterstelle am anderen Ende der Stadt, im Müßer Holz. Ilka Schöpke ist noch neu im Tierschützerteam. Bevor sie dazu stieß, war das jüngste Mitglied 70 Jahre alt. Ich habe mal im Tierheim mein freies ökologisches Jahr gemacht und seitdem ist mir die Problematik bewusst mit diesen Sachen. Ja, und dann habe ich dann irgendwann beschlossen, aktiv zu werden und habe rumtelefoniert. Ich habe so lange rumtelefoniert, bis ich dann den Vorsitzenden vom Schweriner Katzenverein mal an der Strippe hatte, Herrn Hamann. Und ja, und so nahm das alles seinen Lauf. Nun konnte ich dann auch zu der Betreuerin von der Futterstelle dann Kontakt aufnehmen und das ist über Jahre dann Freundschaft gewachsen und wir versuchen, was wir können. Rund 10 Katzen sind es hier, die Schlange stehen für Futter. Eigentlich sind alle kastriert, aber vor kurzem hat eine Katze hier doch Nachwuchs bekommen. Leider kommt es auch vor, dass Katzen an den Futterstellen ausgesetzt werden, weil ihre Besitzer darauf zählen, dass man sich hier schon um sie kümmern wird. Die meisten Anwohner stören sich nicht an den Katzen, aber manchmal werden die Tierschützer auch angefeindet. 95%, die das sehen, was wir machen, die sind freuen sich, dass wir das machen, ne? Tagtäglich unsere Zeit dafür opfern. Aber die anderen 5%, da gibt es wirklich Katzenfeinde. Manchmal sage ich, da sind so Sadisten dabei, ne? Die am liebsten die alle totschlagen würden jetzt. Haben sie auch schon gemacht. Gibt es auch Beispiele genug, ne? Oder versuchen zu vergiften, haben wir auch Beispiele. Also das ist das Problem. Jürgen Hamann und die anderen Freiwilligen werden auch weiterhin ihre Freizeit opfern, um den rund 500 wildlebenden Katzen in Schwerin zu helfen. Eine Kastrationspflicht wird es erst einmal nicht geben. Die Helfer sind also darauf angewiesen, dass Stadt, Behörden, Tierheim und Spender sie weiter unterstützen.